Bin. Junge, Junge, Junge. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Das hat Kill confirmed. Kämpft halt auch nicht so oft gegen den Charakter, ne? Ich habe dir erst 61 Subs gegiftet, bin seit 28 Monaten selbst Sub. Davon habe ich aber auch nur 27 selbst gezahlt. Ja, trotzdem, Mann. Ist trotzdem schon voll viel. Okay, das war clean. Mal gucken. Ah ja, gutes Timing. Okay, nice. Oha, nice. Knapp. Oha, Side B, okay. Als ob ich ja perfekt den Erdos damit catchen können, hä? Okay, das muss ich mir merken. Dafür wird mein YouTube-Fame ist so. Es ist kein Confirm, aber ich habe, wie gesagt, ich habe immerhin was hinbekommen. Extrem schwere Kombos, die dem Spieler, der die Kombos ausführt, die Hände brechen, ne? Das ist schick. Als ob das noch getroffen hat. Nice, Mann. Ja. Genau, auch ganz wichtig natürlich. Sheik aber auf jeden Fall ein cooler Charakter, also ein cooler Main. Ist auf jeden Fall einer der schwereren Charakter in Games, aber mit dem kann man viel erreichen. Ist auf jeden Fall, ist kein Top-Tier, aber High-Tier, würde ich sagen. Und vor allem auch in Sheik ist in Turnieren ziemlich beliebt. Wird da oft gepickt. Aber es ist auf jeden Fall eine ordentliche Challenge. Ich finde zum Beispiel eben mit Samus hat man es jetzt leichter als Samus Main als Sheik Main, aber man muss natürlich auch immer selber überlegen, ob der Charakter jetzt überhaupt zu einem passt. Ne? Man kann, auch wenn Samus einfacher ist, wenn man mit dem Charakter nicht zurechtkommt, bringt es ja auch nichts. Ne? Ach, keine Down Air, schade. Kommt down beside me. Ah, nicer Jump. Einfach aus meinem Move rausgefallen, man kennt. Das hat noch gekombot, Alter. Oh, ich brauche gar keinen Go-Meter. Okay, okay, komm. Let's go, Junge. Ah, okay, okay. Ich kann aber was probieren. Komm, er nimmt die Challenge an, oder? Nimmt er die Challenge an? Er lässt sich aber treffen. Nimm die Challenge an, komm. GG. Genau den wollte ich, genau den. Let's go, da ist der Clip. Nochmal zur Information, ne? Ich kann die Inputs von Terry gar nicht. Ich drehe den Stick in Kreisen und drücke dann irgendwann A und hoffe, dass der Move kommt, den ich machen will. Aber ja, bei Fortnite ist mein Bruder aktuell richtig am Suchten, weil ihm die neue Season sehr gut gefällt. Vor allem der Modus ohne Bauen. Und Alter, sagt mir nicht. Okay, es hat nicht gekillt, schade, schade. Ich dachte direkt hier nach einem mit schon den Kill holen. Ah, mach mal einfach trotzdem, alles klar. Gibt es auf der Nintendo Switch? Das stimmt, aber es ist ja nicht von Nintendo selber. Auf der Nintendo Switch gibt es auch, was gibt es da? Doom. Es gibt irgendwelche Hentai-Games. Ich weiß ja nicht, ob die von Nintendo sind. Aber wenn du Switch, also wenn du einfach Spiele meinst, die es auf der Switch gibt, dann ja klar. Dann könnte man Fortnite natürlich dazu zählen. Alter, die Snipes, Mann. Ain't no way, Junge.
Würdest du sagen, ich bin ein Suchti, hab 55 Stunden in Smash, spiel das erst eine Woche lang. Das ist auf jeden Fall schon gut gesuchtet, ja. Aber ist geil. Boah, das hat gekommen, Junge. Let's go, Alter. Ist nice, weil eben mit viel Spielen ist am Anfang halt auch genau das Richtige. Damit kann man sich das Game sehr gut beibringen. Also macht es wirklich richtig, auch wenn eben 55 von Anfang vielleicht nach viel klingt, so macht man das. Direkt komplett suchten, dann wird man gut. Oder ich habe ihn mit Wind gekillt. Mit dem, wie soll ich sagen, die besten Chancen hat. Sollte man natürlich, aber vor allem geht es auch um Fun. Wenn den Roy einfach mehr Spaß macht, ist ja gut so. Aber das sieht gerade ziemlich brutal aus, muss man sagen. Kann so schnell so viel Damage machen. Er kann aber auch ganz schnell einfach mal sterben. Junge, yes. Unskippable Cutscene hier gegen Falco. Oh, aber ich glaube, er ist tot. Ne, er attackt's. Oha, was war das für eine Abwehr, Junge? Alle mit Follow Sins. Jetzt wollen es alle herausfinden. Ja, morgen Stream ist auch einfach immer richtig goated. Die Stimmung ist einfach immer nice. Es ist schon voll viel los. Auch wenn man es nicht denkt. Oh mein Gott, Junge. Eins, zwei, drei Prozent übrigens. Spaß im Lock. Ich war einmal vor Ewigkeiten da, hast du mich einmal komplett falsch verstanden. Und war sehr lange nie wieder hier. Oha, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, Mann. Junge. Einfach Falco Cutscenes hier. Er ist tot. Yo. Oh, das hat noch getroffen. Da kommt er auch nicht mehr zurück. Ey. Alter, mit Falco läuft's, ey. Nein, das hat nichts getroffen. Schade. Okay, er muss jetzt aufpassen, ne? Mein Kill Confirm ballert. Oh. Ach, krass, der funktioniert nicht mehr. Doch, funktioniert er. Nice, nice. Auch erst gesehen. Weil der Lane hat ja auch gerne mal den Snake gespielt. Kann ziemlich aggressiv werden hier. Oh, er hat's nicht getaggt. Kann auch ziemlich, ja, pseudo-deathig wieder werden, wenn das ein Wort ist. Nee, nee, ich gehe nicht zur Granate hin. Wir chillen ja mal lieber ein bisschen. Muss aufpassen, er hat da oben sein C4 geplantet. Ja, Schild ist ziemlich low. Und kriegt die Downer? Ah nein, ich wollte eigentlich von der Stage runter. Jetzt kriegt die Downer. Zwei pseudo-deaths ab morgen. Vertreiben Kummer und Sorgen. Ein Grab einfach 1000 Damage. Ein Grab einfach Kill. Ich bin einfach auch Luigi. Hat das meine Downers nie treffen? Was will er machen, Alter? Jedes Mal offstage gestorben. Nice, nice.